Goldberg hat Lesnar bei der Survivor Series absolut dezimiert, absolut zerstört. Jetzt muss man was mit ihm machen. Sein letzter Run jetzt in der WWE, bevor man ihn in seine wohlverdiente Rente schickt. Hier ist Dinge, die WWE tun sollte mit Bill Goldberg. Bill Goldberg wurde ja schon für den Royal Rumble angekündigt. Brock Lesnar wird auch da sein. Das Offensichtlichste ist einfach das Aufeinandertreffen der beiden. Die beiden brawlen sich im Royal Rumble Match. Die beiden eliminieren sich aber nicht gegenseitig, weil das viel zu vorhersehbar wäre, sondern sie werden durch aktuelle Stars eliminiert. Die aktuelle Generation ist sonst viel zu separiert von diesen beiden, weil die aktuell viel zu krass aussehen. Die aktuellen Stars hätten im jetzigen Showing keine reelle Chance gegen Bill Goldberg oder Brock Lesnar zu gewinnen, beziehungsweise haben einfach so einen krassen Showing-Unterschied zu den beiden. Und das darf einfach nicht sein. Man muss die aktuellen Stars auf ein Level heben mit Bill Goldberg und Brock Lesnar, auch wenn das nicht geht, aber man sollte es zumindest im Booking versuchen, weil dadurch lässt du deine aktuelle Generation nicht so scheiße aussehen. Ganz einfach. Die beiden werden also durch eine Zusammenarbeit von jungen Stars eliminiert. Das zeigt, dass junge Stars auch eine Chance haben gegen die beiden. Die prügeln sich aber natürlich dann außerhalb des Rings noch beim Royal Rumble weiter und ein riesen Brawl, der da entsteht. Und am Ende steht Brock Lesnar oben, hat also wieder die Oberhand. Jetzt startet bei der Raw-Ausgabe nach dem Royal Rumble der Aufbau zu WrestleMania. Man muss das letzte große Match der beiden booken, man muss das Finale booken, man kommt da nicht drum rum. Im Aufbau sollte man aber immer wieder junge Stars involvieren, immer wieder die aktuelle Generation auch ebenbürtig zeigen. Zumindest ansatzweise, ich weiß, komplett funktioniert das nicht. Aber man sollte es zumindest hier immer wieder integrieren, um zu zeigen, wir haben auch aktuelle Stars und die sind auch krass und die sind nicht zu unterschätzen. Und deswegen sollte man auch zum Beispiel bei WrestleMania das letzte große Finale, Goldberg gegen Lesnar, nicht in den Main Event stellen. Im Aufbau sollte man Goldberg auf jeden Fall schonen, man sollte hier keine Verletzungen riskieren und so weiter. Der Typ ist ja wirklich bei allem Respekt ein etwas älterer Mann und hat auch diversen Ringrost schon auch angesammelt. Von daher sollte man ihn nicht unbedingt jede Woche in ein Match booken. Das wäre, denke ich, sehr kontraproduktiv. Bei WrestleMania, wie gesagt, nicht der Main Event Bill Goldberg gegen Brock Lesnar, sondern die beiden World Title Matches, die hier über Goldberg gegen Lesnar stehen. Lesnar gegen Goldberg trotzdem natürlich ein Rematch, was viele Leute sehen wollen und was auch absolut ein Money Match ist, was die Leute in die Halle ziehen wird. 10 bis 15 Minuten sollte das Ganze hier gehen und es sollte jetzt wirklich mal ein Match geben und nicht nur ein Squash. Eine heftige Schlacht. Die Storyline ist hier quasi, die über Monate hinweg erzählt wurde. Brock Lesnar hat Goldberg bei der Survivor Series unterschätzt. Nach nicht nur einem F5 gewinnt Lesnar dann aber gegen Goldberg bei WrestleMania 33, hat ihn endlich geschlagen und hat sein Zerstörer-Showing zurück, während ein letzter guter Run von Goldberg ihm ein würdiges Karriereende gibt und er dann quasi in die Hall of Fame gehen kann. Das fände ich einen würdigen Abgang von Goldberg. Man hätte das Zerstörer-Showing von Lesnar wieder zurück und könnte dann mit Lesnar weitermachen, der dann schon eine Niederlage eingesteckt hat, wirklich neue Stars aufzubauen. Das wäre für mich das Szenario, wodurch man Lesnar bzw. Goldberg in dieser Situation sehr, sehr gut einsetzen könnte und natürlich auch diesen meiner Meinung nach Booking-Fehler, den man bei der Series gemacht hat, wieder revidieren kann. Aber schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Was sollte die WWE mit Bill Goldberg tun? Ihr könnt da alle was zu sagen, also haut da in die Tasten. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und ciao.